Ja, huhu und herzlich willkommen hier wieder beim Koali und zu einer neuen Runde Vampire the Masquerade. Wie ihr seht, seht ihr nichts. Aha. Das liegt nicht daran, dass, wir das nicht wollen, aber wir würden ganz gerne, aber es funktioniert heute irgendwie nicht. Wir sind alle irgendwie bildlos. Haben einen Nachteil gekauft oder so. Also ich habe den Baby-Koala hier, der will nicht ins Fernsehen. Feder hat ein Internet, was den Namen nicht wert ist, deswegen funktioniert ihr Bild nix. Nicht. Und der Pölle sagt, irgendwie ist ja auch langweilig, wenn ich der Einzige bin, der hier mit Bild rumturnt. Auch wenn ihr ihn gerne sehen wollen könnt. Ja. Deswegen machen wir heute ein kleines Hörspiel draus. Ja, legt euch zurück, hört zu. Ich hoffe, ich muss heute nicht sonderlich viel machen, weil der Baby-Koala heute Impfung hatte und ein bisschen durch den Wind ist, wie die beiden anderen eben schon gemerkt haben. Das heißt, ich lehne mich auch ein bisschen zurück. Das habe ich ja letztens bei Scarlet und Ronan auch schon gemacht. Und ich denke, heute gibt es auch ein bisschen Gesprächsbedarf, zumindest. Und wir sind alle gespannt, was es damit auf sich hat. Heute, wie gesagt, mit dabei der Pölle und die Feder als Jelly und Malcolm. Und ja, ich kann euch mal ganz kurz, falls ihr das hier über den Nordpol Adventskalender schaut, vielleicht ein kleines, ja, vielleicht mache nicht ich das, vielleicht machen das die Spieler selber, weil ihr hört es gerade schon im Hintergrund, da kommt jetzt gleich eine ganz gewaltige Beschwerdemasse hier. Also vielleicht erklären euch Malcolm und Jelly selber, was gerade so in ihrem Leben passiert und was sie sind und warum sie das sind und ja, warum weiß man gar nicht genau und wie die Situation ist. Und dann wird sich das alles weitere ergeben. Viel Spaß! Ich übernehme dann einfach mal kurz. Genau. Und zwar, ja, wo soll ich anfangen? Malcolm ist ein Vampir. Nach dem letzten Elysium, wir befinden uns jetzt gerade in der, also wenn wir jetzt gleich einsteigen, in der Nacht nach dem Elysium, das auf dem Kanal ja erst vor kurzem gelaufen ist. Und Malcolm ist mit Ämtern überhäuft worden, könnte man so sagen. Hat neue Verantwortlichkeiten, teilweise auch alte neue Verantwortlichkeiten. Unter anderem die Verantwortlichkeit über den Clan Brucher zurückbekommen, obwohl er ja selbst keiner ist. Aber Angela ist aktuell nicht handlungsfähig. Und dementsprechend hat Malcolm jetzt auch nominell die Verantwortung über eben besagte Angela und Jelly übernommen, die ja öffentlich als Ghoul von Primogen der Brucher Angela aufgetreten ist. Malcolm, jetzt Primogen der Brucher und der Banu Hakim, hat dementsprechend das Theater vom verstorbenen Joe übernommen, seinem Bestie, der ja sich hat hinrichten lassen in der letzten Folge. Man kann sich vorstellen, dass Malcolm dementsprechend nicht besonders gut gelaunt ist, zumindest, zumindest noch schlechter als sonst. Und das ist jetzt so quasi die Situation, mit der er in die nächste Nacht geht. Hat Angela ziemlich, Quatsch, Angela, Jelly ziemlich unmissverständlich in der letzten Nacht, also ziemlich direkt nach dem Elysium klargemacht: Du wirst jetzt schlafen gehen, wirst dich bis morgen um Angela kümmern. Wir sehen uns morgen um 21:30 Uhr im Theater, komm nicht zu spät. Es ist ja fast, als würde man vom Schulrektor einberufen werden hier. Ja, ich habe definitiv nicht vor, zu spät zu kommen. Ich habe allerdings auch nicht vor, direkt schlafen zu gehen. Das muss er aber ja nicht wissen, weil ich glaube, Malcolm weiß noch gar nicht, dass ich tagsüber rumlaufen kann. Dementsprechend würde ich einfach nur Ja und Arm sagen, mir Angela schnappen, die mit in mein gemietetes Zimmer nehmen. Wo ich im Moment wohne, wahrscheinlich wieder irgendwie so ein kleines Untermietzimmer. Werde sie da im fensterlosen, lichtlosen Badezimmer parken tagsüber
und werde dann die Wohnung verlassen, so wie ich es sehr häufig mache in letzter Zeit, weil mein größter Vorteil ist, dass die Vampire dann tagsüber alle schlafen und in ihren Zimmern eingepfercht sind und mich nicht stören können. Dementsprechend werde ich das nutzen, um mir die Informationen zu hören, die ich bisher über Aisea gesammelt habe. Genauer gesagt über Lillian, über Aisea, weil Lillian jetzt sehr, sehr oft und lange mit Aisea zusammen rumhängt. Und da Aisea ein paranoider Vampir ist und keine Technik besitzt, muss man halt Umwege gehen und die Leute, denen er vertraut, verwanzen. Naja. Dann läuft man die extra Meile. Naja, so oder so habe ich mittlerweile eine kleine Datenbank über ihn angelegt, die ich nur über sehr komplizierte Wege ansteuere, damit möglichst wenig Spuren und wenn nur Unverfolgbare zurückbleiben, sofern man nicht weiß, nach wem man persönlich sucht. Und die werde ich mir auf meinen kleinen transportablen Computer runterladen, so ein Raspberry Pi, so ein Zusammenbaucomputer, damit ich sie auswerten kann. Wenn ich dann sowieso früher als Malcolm aufwache und Angela. Dementsprechend werde ich dann wieder schlafen gehen und dann noch ein bisschen die Sachen auswerten, die ich habe bisher und mich dann recht zeitnah auf den Weg machen ins Theater. Ich werde wahrscheinlich ein behindertengerechtes Taxi bestellen müssen, weil Angela immer noch aussieht wie der laufende Tod, aber dann kann ich mich zumindest als ihre Pflegerin ausgeben. Und wir machen uns jetzt auf den Weg und irgendwann wird das Taxi dann von dem Theater halten und ich werde dem Taxifahrer ein gutes Trinkgeld geben und dann warten, bis er weg ist, bevor ich mich umsehe, weil ich war noch nie beim Theater. Also selbst tagsüber habe ich mich davon ferngehalten, weil alle mal gesagt haben, es gibt so ein paar Orte, wo du hin darfst. Das ist A, der Finanzviertel, B, das Theater und C, das Krankenhaus. Dementsprechend stehe ich so ein bisschen ratlos vor dem Ding und da Angela keine große Hilfe ist, kann ich sie auch nicht fragen, ob ich jetzt am Eingang klopfen soll oder einen Hintereingang suchen soll und ich werde sie so ein bisschen über den Gehsteig schieben und mal gucken, wo komme ich denn hier rein. Und dabei immer mal auf die Uhr gucken. Mist. Vielleicht erzählt er den Leuten wirklich noch, weil kann ja wirklich sein, dass die das erste Mal zuschalten. Ein bisschen was über die Grundlagen der Charaktere. Ich meine, wir haben jetzt auch keine Einblendung von euren Clans und so. Also was sind eure Clans und sowas ein bisschen grundlegend, wie seht ihr aus und so? Ach so, ja. Ich bin kein wirklicher Vampir. Ich bin das, was man ein Dünnblut nennt. Das ist so ein Zwischending zwischen Vampir und Mensch. Weil Vampire werden dadurch gezeugt, dass sie quasi Blut von einem anderen Vampir bekommen und bei meiner Erschafferin war das Blut so dünn, dass es nicht gereicht hat für einen vollwertigen Vampir. Dementsprechend bin ich so ein bisschen sowas wie der Teufel für die amtierende Vampirgesellschaft. Ich bin das Anzeichen für den Weltuntergang und ähnliches und soll eigentlich auf Sicht bitte ausgeschaltet werden, weswegen ich mich halt als Ghoul ausgebe, damit man mich nicht auf Sicht umnatzt. Ja, ansonsten sehe ich leider sehr, sehr markant aus, weil ich, als ich gestorben bin, lila Haare gefärbt hatte und seitdem mein Körper sich nicht wirklich verändert, außer so minimal. Ansonsten, ja, quasi junger, erwachsener, lila Haare. Und seit neuestem sehe ich aus, als wäre ich mit dem Gesicht in ein Rasenmäher gesprungen, weil ich eine unschöne Begegnung mit... Ja, was genau weiß man nicht wirklich hatte, was mich auf jeden Fall sehr übel zugerichtet hat und seitdem sehe ich sehr, sehr rough aus. Was dafür sorgt, dass man definitiv weniger Catcalling auf der Straße bekommt, was ein angenehmer Seiteneffekt ist. Ja, und die Tatsache, dass du tagsüber raus kannst, ist nicht dem Dünnblutsein geschuldet, sondern das ist eine Besonderheit von Jelly. Nicht jeder Dünnblüter kann tagsüber raus, aber Jelly kann das. Genau, ja, Malcolm ist ein schon etwas fortgeschrittener Vampir, könnte man sagen, zumindest was die Unmenschlichkeit angeht. Denn Malcolm ist ein Banu Hakim, also ein Vampir-Mörder, könnte man sagen.
Die Banu Hakim sind dafür bekannt, dass die anderen Clans durchaus mal verschiedene Banu Hakim bezahlt haben, um andere Vampire loszuwerden. Und damit meine ich jetzt den endgültigen Tod. Er ist ein Assassine. Und dementsprechend verdunkelt er sich sehr, sehr viel, ist sehr, sehr selten zu sehen. Und diese Fähigkeit ist durchaus dafür da, dass er sich auch sonst nicht so unbedingt in der Gesellschaft gerne sehen lässt. Er verbringt sehr, sehr viel Zeit im verdunkelten Zustand, ist sehr, sehr wenig offensichtlich unterwegs und ja, ist auch nicht mehr allzu menschlich, muss man dazu sagen. Ne? Also wenn man häufiger mal Morde begeht, beziehungsweise Menschen und Vampire tötet, dann hinterlässt das seine Spuren. Malcolm ist schon länger in der Stadt, war vorher Bucher Primogen, also eigentlich eines anderen Clans, der allerdings der Camarilla zugehörig ist traditionell. Sein Clan ist noch relativ neu dabei und was man sagen kann, ist, also der Clan der Banu Hakim, der ist sehr, sehr viel im Nahen Osten unterwegs, wo, wer sich ein bisschen mit dem Fluff auskennt, ja, wo der Bär steppt. Und das ist durchaus auch nicht an Malcolm vorbeigegangen, auch wenn er jetzt in den USA in Texas sitzt. Genau. Wenn man Malcolm unverdunkelt sieht, sieht man auch meistens nur seinen Kurzmantel mit Kapuze. Er ist ein stämmiger Typ, recht groß und von schwarzer Hautfarbe. Und seine beiden Signature-Moves sind ein häufiges Schnüffeln und ein über die Zähne lecken, was er relativ häufig tut. Genau, und ich habe es gerade auch schon in den Chat geschrieben. Seine Laune pendelt zwischen neutral und rechtschaffen schlecht gelaunt. Ja, Malcolm ist in der Stadt ohne Namen, denn das ist das Setting, liegt irgendwo an der Grenze zwischen Mexiko und Texas. Ja, der ehemalige, ja, man nennt es irgendwie in der Camarilla irgendwie Bluthund oder sowas gewesen. Damals war der Nosferatu-Sheriff Joe, ja, nicht nur sein bester Freund, sondern eben auch derjenige, der ihm Aufträge dazukommen lassen. Er ist quasi die rechte Hand des Sheriffs und das ausführende Killerorgan der Camarilla gewesen. Er hat den Ruf in der Stadt, dass immer wenn er auftaucht und sichtbar wird, dass dann irgendjemand stirbt. Und bisher war das in den Folgen, in denen er aufgetaucht ist, auch jedes Mal so. Das ist wohl richtig. Nicht immer durch seine Hand, aber es ist immer jemand gestorben. Mal gucken, ob das heute auch der Fall ist. mal schauen. Könnte sein, dass das gebrochen wird, ja. Und zu Jelly muss man noch sagen, haben wir ja gerade schon ein bisschen angesprochen, Jelly ist als Dünnblut natürlich nicht geduldet in der Stadt ohne Namen, also nicht in der Camarilla zumindest nicht. Die Dünnblüter ist gerade aktuell eine Jagd ausgerufen, offiziell zumindest. Und vorher hat man Jelly schon versteckt, um sie normalerweise werden Dünnblüter entweder ums Eck gebracht oder durch die Tremere gekennzeichnet als Dünnblüter und nachverfolgbar gemacht und dann ihnen herumexperimentiert. Inzwischen hat man aber Jelly, weil man sie gut leiden kann, versteckt sozusagen. Und ja, ihre Tarnung ist, dass sie der Ghoul einer Primogen ist, nämlich Angela, der Brucher-Primogen, die eine ganze Zeit lang jetzt verschwunden war und beim Elysium wieder aufgetaucht ist. Und deswegen hat sie eine kleine Tarnung erfahren, gilt in der Stadt offiziell als Ghoul und ist dementsprechend halt auch in einer Camarilla-Stellung unterwegs. Malcolm weiß, dass sie Thinblood ist. Darüber hinaus ist Jelly noch die Geliebte des
also nicht von Joe, nicht von dem ehemaligen Sheriff, aber von dem Sheriff, der nach Joe Sheriff wurde. Nämlich von Ronan, einem anderen Spielercharakter, der einen Tremere spielt. Also Ronan ist ein Tremere, ein ziemlich untypischer dazu. Und auch die wissen, also die ganzen Spielercharaktere wissen um Jellys Thinblood-Dasein und sie alle verstecken sie quasi vor dem Prinzen oder der Prinz hin. Dann ist er bei Vampire, irgendwie ist das ja nicht gegendert, das ist ja egal, ob es der oder die Prinz ist. Und ja, deswegen, Malcolm hat vielleicht, wenn ihr Patreon seid, habt ihr das nachlesen können vielleicht, und wieder noch nicht. Könnt ihr das bald nachlesen? Ich weiß noch nicht, ob es, nee, ist noch nicht veröffentlicht, aber im Januar wird es dann wahrscheinlich rauskommen. Eine kleine Geschichte mit der letzten Unterhaltung, die Malcolm mit Joe geführt hat. Joes letztes Anliegen war es, die Camarilla durch seinen Tod zu stärken. Und eigentlich ist es auch Malcolms grundeigenes Ding, die Ordnung der Stadt aufrechtzuerhalten, die Camarilla zu schützen. Und ja, die Frage ist halt jetzt nur, wie die Gewissensbisse aussehen, zu wissen, dass es eigentlich offiziell eine Blutjagd gibt auf Dünnblüter und damit auch auf Jelly. Und andererseits aber ihre Tarnung aufrechtzuerhalten. Denn ziemlich früh in der runden Geschichte kam es schon dazu, dass Malcolm sich bereit erklärt hat, Jelly zu beschützen und ja, sie nicht ans Messer zu liefern. Hat ihr sogar offiziell erlaubt, irgendwie zu jagen in seinem Gebiet, was ja mal so eine Sache ist bei Vampiren, nicht wahr? Ja. So, und Angela ist offiziell Primogen der Brucha. Das ist auch die einzige Brucha der Camarilla in der Stadt. Eigentlich ist, dann hat der Felix, der Pölle ja gerade schon gesagt, sind die Brucha klassisch Teil der Camarilla, allerdings in der V5 gerade aktuell ausgetreten, zusammen mit den Gangrel, mit einem großen Bohai auf einer Generalversammlung der Camarilla-Clans aus der Camarilla ausgeschieden. Nicht überall, aber naja, als Grund, der Grundclan ist nicht mehr Teil der Camarilla. Allerdings in der Stadt ohne Namen die Prinz hat dafür gesorgt, dass fast alle Clans geduldet sind und auch jeder, der möchte, kann Teil des Ganzen werden. Klassisch ist in der Stadt ohne Namen zum Beispiel, sind die Ventru nicht Teil der Camarilla gewesen. Denn der ehemalige Prinz hat die Ventru gehasst und einen verfolgt und ausgemerzt. Bis auf einen, und die ist nun ausgerechnet Prinz geworden jetzt, nachdem er weg ist. Keiner weiß genau, ob er gestorben ist oder nicht. Genau. Ja. Außerdem weiß Malcolm als Banu Hakim durch seine Erfahrung, und dann er ist ja schon ein etwas älterer Vampir, um die Geschehnisse um Gehenna, also die Gehenna-Kriege im Nahen Osten. Das hat Pölle ja eben auch schon ein bisschen angeschnitten. Das heißt, er sieht die Dünnblüter vielleicht auch ein bisschen anders als die Vampire, die das alles noch nicht gesehen haben, was da abgeht. Allerdings hat er so ein bisschen wahrscheinlich so ein Post-War-Syndrom davon mitgetragen und vielleicht auch einen inneren Konflikt, nicht diesen Krieg weiterzuführen, sondern sich irgendwo in Amerika zu verstecken. Naja gut, er kann momentan eh nicht raus aus der Stadt ohne Namen, denn das ist die nächste Besonderheit dieser Stadt. Vampire können sie nicht verlassen. Aus einem merkwürdigen, noch nicht ergründeten Grund. Ja, eine Mausefalle, würde Jelly sagen. Genau. Und ja, die Situation habt ihr ja gerade schon geschildert. Die Primogen der Brucha Angela ist beim Elysium wieder aufgetaucht, allerdings geistig total zerrüttet. Sieht aus wie eine wandelnde Leiche, wortwörtlich, und benimmt sich auch so, kann nicht laufen, kann also kaum gerade stehen. Mit der äußersten Willensanstrengung einmal auf dem Elysium ist es ihr gelungen, laut zu werden und was zu sagen. Aber ansonsten spricht sie nicht, schaut sie die Leute nicht an. Also sie ist quasi pflegebedürftig, von daher ist es Jellys Aufgabe als offizieller Ghoul, sich auch um sie zu kümmern. Das stimmt schon. Und Malcolms Aufgabe ist als, sich um die beiden wiederum zu kümmern.
so lange, bis Angela wieder kann. Wovon ausgegangen wurde, einfach mal stillschweigend auf dem Elysium. Ja, und dann das übergebe ich wieder an euch, wo ihr euch trefft und was ihr macht. Ja, also, Veda hat es ja gerade schon gesagt, Jelly hält sich dann vor dem Theater auf, wird auch feststellen, dass die Tür, also wir hatten ja im ersten Elysium hatten wir eine Theaterszene und da gab es einen Eingang, ich glaube tatsächlich auch durch die zentrale Eingangstür, der wird dann auch wieder offen stehen, also wirklich sperrangelweit offen, könnte man rein theoretisch einfach reingehen. Wieso komme ich mir gerade vor wie bei Moby Dick? Na dann. Ich glaube, man erwartet uns, sage ich zu Angela. Keine Reaktion. Das war zu erwarten. Na gut. Und dann werde ich sie mal, ich nehme an, es gibt da irgendwie so eine Rollstuhlrampe oder so. Dann werde ich sie da hochschieben. Durch den sperrangelweit geöffneten Eingang. Ich nehme an, da sind im Moment allerdings keine Menschen oder so, sondern es ist leer. Absolut niemand zu sehen. Und da es sich ja um ein offizielles Domizil handelt, also eigentlich auch um einen, einen Primogenensitz, wirst du auch davon ausgehen können, dass da keine Disziplinen verwandt werden. Phantom of the Opera is here. Oder auch nicht. Ja. Hallo? Keine Reaktion. Das ist gerade der Anfang zu jedem schlechten Horror-Movie. Verdammt nochmal. Ich muss dringend aufhören mit den Selbstgesprächen. Ja, ich schieb sie einfach mal weiter rein. Wenn jetzt gleich die Tür zuschallt. Das fällt gleich bestimmt zu. Ich drehe mich immer mal wieder so zur Tür um, ob die jetzt gleich einfach ins Schloss fällt. Das ist ja so klischeehaft. Nee, die bleibt offen stehen. Okay. Aber du kommst natürlich erstmal in so einen Eingangsbereich. Das ist so der, wo, ne, wo die Karten verkauft werden, wo, also eigentlich, ne, das ist ein altes Theater, das ist nicht mehr in Benutzung. Das ist auch nicht besonders funktionstüchtig alles hier. Aber genau das ist der Bereich, so dieser Eingangsbereich, wo eigentlich die Garderobe ist und der Ticketverkauf und so weiter. Und der ist allerdings auch kein Stück beleuchtet. Also das einzige Licht, was halt da reinfällt, ist das von der Straßenbeleuchtung draußen. Und du könntest im Prinzip direkt an den Ticketverkäufen vorbei in den Hauptraum gehen des Theaters. Ja, da Jelly aber Jelly ist und Jelly gerade ziemlich nervös ist, wird das Ganze so ein bisschen zu so einem Possenspiel, während sie halt quasi Angela fragt, welche Reihe sie denn möchte, um quasi irgendwie zu gucken, ob es da eine Loge gibt oder so, ob es so einen Raumplan gibt, weil sie halt wirklich noch nie hier war und jetzt versucht sie so ein bisschen herauszufinden auf ihre ganz eigene Art, wo zur Hölle will der mich denn haben? Auf der Bühne? Und dann, keine Ahnung, werde ich sie wahrscheinlich in den Anschauungsraum schieben und versuchen, mich darauf vorzubereiten, dass gleich wahrscheinlich irgendwer hinter mir steht. Jetzt? Ach, das ist doch albern. Das ist furchtbar albern. Ich schieb sie halt so runter Richtung Bühne, pack sie da, guck sie an. Das ist alles nicht sehr hilfreich. Ich guck mal auf die Uhr. Hab noch so 5 Minuten. Gut. Dann setze ich mich in so einen Stuhl. Dann warten wir wohl. Ja, also während du sitzt, nach einiger Zeit hörst du tatsächlich, wie die Eingangstür zum Theater sich schließt, so ins Schloss fällt. So, du drehst dich wahrscheinlich dann auch um, bist ja ein bisschen angespannt. Mhm. Und hörst dann auch, wie sich die Tür zum
zum Theaterraum selbst nochmal öffnet und zugeht und siehst in einem schwarzen Kurzmantel mit Kapuze die bekannte Gestalt von Malcolm. Ein bisschen schlurfig den Gang hinuntergehen. Also er macht sich jetzt keine besonderen Mühen, sich irgendwie vorsichtig zu bewegen oder so, sondern er schlurft tatsächlich so ein bisschen den Gang runter in deine Richtung. Guten Abend. Gut geschlafen? Okay. Ja, schön hier. Ah ja. War doch so. Die Deckenverzierung hat was. Das Theater ist alt, heruntergekommen. Früher waren hier ohne Ende Insekten. Seit Joe tot ist, sind sie merkwürdigerweise nicht mehr hier. Man sieht dem Theater an, dass es ehemals wohl in den 30er, 40er Jahren mal schön und prunkvoll gewesen ist, aber schon ewig niemand mehr etwas daran gemacht hat. Alles ein bisschen verwittert. Also in Betrieb nehmen werde ich es bestimmt nicht wieder. Ja, ich glaube auch nicht, dass du dich zum Showman eignest, ehrlich gesagt. Da fehlt dir so ein bisschen der Präsentationswille. Ja, die Bühnenausstrahlung hätte ich jetzt gesagt. Aber Präsentationswille trifft es, glaube ich, auch ganz gut. Naja. Wie geht's jetzt weiter? Hast du eine Idee? Tja. Ich schätze, wenn du überleben willst, lieferst du mich aus? Super Plan. Ja, ich habe lang dafür gebraucht. Hast du auch eine gute Idee? Ich habe jede Menge schlechte Ideen, wenn du mich fragst. Danach habe ich aber nicht gefragt. Nee, ganz ehrlich. Es ist nicht gut, wenn du dich zu sehr mit mir rumtreibst. Meine Zeit hier ist relativ begrenzt, fürchte ich, auf die ein oder andere Art. Wie du gestern Nacht gesehen haben dürftest, ist für jeden Kainiten die Zeit begrenzt. Das ist richtig. Aber ich bin nicht wie jeder Kainit. Deswegen frage ich dich nochmal, hast du eine gute Idee? Nee, wie gesagt, keine guten. Was hast du eigentlich so die letzten Nächte gemacht? Reingeschlafen. Sie guckt so ein bisschen beiseite, aber man sieht halt so die Augenringe unter ihren Augen, weil sie sich mal wieder tagsüber rumgetrieben hat. Verstehe ich nicht. Naja. Also die letzten Nächte habe ich nicht viel gemacht. Vor allem rumgesessen, mich versteckt, Panik geschoben. Die letzten Tage, das ist eine andere Geschichte. Verstehe ich immer noch nicht. Du schläfst tagsüber. Nein, tue ich nicht. Also meistens schon, weil es angenehmer ist, aber ich muss nicht. Jetzt wird's interessant.
Ja, ich, wie gesagt, die letzten Tage war ich ein fleißiges Bienchen, könnte man sagen. Also du kannst in der Sonne herumlaufen, ja? Ja. Malcolm, kommt dir ziemlich unangenehm nahe und hält seine Nase, ja, also kommt so mit der Nase so direkt an deinen Hals ran und zieht sich wieder zurück in einen höflichen Abstand. Das ist wirklich creepy. Gewöhn dich dran. Oh Gott. Ja, ich kann tagsüber rumlaufen, weswegen die anderen vorgeschlagen haben, dass ich mich als Ghoul ausgeben soll, weil die das ja auch können. Ist quasi ein wasserfestes Alibi, solange niemand nachguckt oder so. Okay, ich mache mir Gedanken dazu. Was hast du gemacht die letzten Tage? Willst du das wirklich wissen? Verschwende nicht meine Zeit, ich habe dich gefragt, also will ich es wissen. Ich habe Nachforschung angestellt. Über? Den Sehneschall. Weiter. Weil der Sehneschall weiß, was ich bin. Und wie ich jetzt bestätigt weiß, durchaus bereit ist, jeden, der es auch weiß, über die Klinge springen zu lassen. Was nicht verwunderlich sein dürfte, denke ich. Und da ich gerne verhindern würde, dass ich mich in eine Atombombe verwandle, die jeden in meinem Umkreis einfach nur zerfetzt. Naja. Müssen wir den Zünder entfernen? Zwei Zünder. Und leider ist einer davon instabiler als der andere. Ich höre. Ich habe Iseas Schlafplatz quasi verwanzt. Du weißt, wo er schläft und du kannst tagsüber herumlaufen? Ja. Dann haben wir kein Problem. Doch, haben wir. Er schläft in der Wohnung seines Ghouls. Der auch tagsüber herumläuft? Das weiß ich nicht mehr wirklich. Zum Teil ja. Aber das Problem ist, dass sie auch weiß, was ich bin. Und naja, sie ist sehr besorgt um ihn. Sie ist ein Ghoul. Ja. Dann haben wir kein Problem. Ich gucke ihn sehr verwirrt an. Naja, doch schon. Sie weiß, was ich bin. Und wenn Isaiah plötzlich durch ungeklärte Umstände tagsüber stirbt, wird sie direkt zum Prinzen laufen und ihm sagen, ey, hör mal, mein Schaffe hat mir da sowas erzählt. Ja. Mir ist da übrigens noch was aufgefallen. Sprich. Also, ich habe ein bisschen versucht, was über seine Routine rauszufinden, um halt herauszufinden, wie ich ihn am besten... Naja, Isaiah leitet Informationen über die Camarilla hier nach draußen weiter. Hast du Beweise? Audioaufnahmen. Von Telefonaten, wenn Lillian in seiner Nähe dabei war. Er gibt halt weiter, wie schlecht die Lage der Camarilla ist und lässt sich gerne darüber aus, für wie schwach er sie hält, dadurch, dass sie sich mit niederen Clans abgibt. Und
dass sie mit den Anarchen kooperiert und, naja, einen Krieg bzw. eine Verbindung mit der zweiten Inquisition gemacht hat und so weiter und so fort. Allerdings scheint er sich nie mit einer und derselben Person zu unterhalten, sondern es sind immer andere gewesen bisher. Ich habe das mal nachverfolgt zu verschiedenen Anwaltskanzleien, ehrlich gesagt. Er kriegt Anweisungen von draußen. Konkrete Anweisungen. Darüber, was er hier zu tun hat. Anscheinend hat Clan Ventru von außerhalb große Pläne mit der Stadt und mit ihm ein williges Püppchen, mit dem sie die Stadt formen können. Aber wenn Clan Ventru diese Vorhaben hat, warum setzen sie sich da nicht direkt mit dem Prinzen in Verbindung? Ich bin mir ziemlich sicher, dass der Prinz nichts davon weiß. Oder sie haben nicht die Kontrolle über ihn, wie sie sie über Aisea haben. Anscheinend. Nun ja, ich weiß nicht genau, was er verbrochen hat, aber es ist immer wieder die Rede von irgendeinem Fehler, den er gemacht hat. Und das ist anscheinend das, was er wieder gut machen kann, wenn er hier eine Ankunft vorbereitet für sie. Für wen? Keine Ahnung. Sie versucht irgendetwas wieder gut zu machen. Irgendwas, was du siehst, wie sie halt anfängt, die Stirn zu runzeln, und du bemerkst, dass sie verdammt viel auswendig gelernt hat in den letzten Tagen und das jetzt quasi beginnt abzurufen. Es geht um irgendetwas, was 2008 passiert ist. Das Problem ist, ich habe zu wenig Anhaltspunkte, um herauszufinden, was da passiert ist. Ich weiß nur, dass sie, was durchaus eine Person oder die Organisation sein kann, die hinter ihm steht, versuchen, diesen Fehler wieder auszubügeln. Ich habe aber keine Ahnung, ob es der Fehler ist, den Aisea begangen hat oder den die Organisation begangen hat. Ich weiß es nicht. Bei dem Sie, um das mal klarzustellen, ich denke, das ist irgendwie aus den Infos, die ich dir gegeben habe, irgendwie ein bisschen zweideutig rübergekommen. Darum ging es nicht um die Ventru, da ging es um die Tremere. Und der Fehler 2008 könnte Malcolm auf jeden Fall was sagen. Ich weiß nicht, ob es Jelly was sagt, aber Malcolm sagt, der 2008 begangene Fehler ist, der Sturz der Pyramide. Das Unterschätzen der Menschheit, das war der Fehler. Naja, ich habe noch so ein paar mehr oder weniger nützliche Informationen und ein paar Schlagworte, mit denen ich gar nichts anfangen kann, ehrlich gesagt. Aber ich weiß, dass es einen Boten gibt, der seine Verbindung nach draußen darstellt, der ihn halt mit diesem riesigen Netzwerk verbindet, das durchaus Internetpräsenz hat, was mich wundert. Da die Kamarilla das doch anscheinend verbietet. Das ist, glaube ich, ein Mensch. Shane Jones, keine Ahnung, ob es ein Synonym ist oder sein richtiger Name. Der reist wohl öfter aus der Stadt und hat Infos und Instruktionen dabei von draußen nach drinnen und von drinnen nach draußen. Shane Jones ist der Bürgermeisterkandidat. Der Republikaner, ne? Mhm. Und der Ghoul vom Prinzen. Ja. Also wie gesagt, ich weiß nicht, ob tatsächlich Aisea und der Prinz mit drin hängen, was gut sein kann. Aber halt auch nicht. Du scheinst dich mit digitalen Überwachungsmitteln auszukennen. Ich bin selbst gelernt. Sagen wir so, wenn mein Überleben davon abhängt, kann ich sehr viel in sehr schnell, sehr kurzer Zeit sehr ausführlich lernen. Hast du dein Handy dabei? Ja. Ich ziehe es mal aus der Tasche. Ist ausgeschaltet. Malcolm hält die Hand auf. Gibst du es mir? Ich mach's nicht kaputt. Ich geb's dir.
Und Malcolm zieht sein Handy raus, ja, macht beide an, verbindet beide mit einem Kabel und lädt etwas auf dein Handy. In dem Moment, wo du es verbindest und deine Programme aufrufst auf deinem Computer, geht eine Softwarewarnung bei dir los, Malcolm. Denn dann lasse ich beide Handys sofort fallen und trete drauf. Ja, dann kannst du auch nicht sehen, was es war. Was war das? Du bist gehackt. Ja, das ist ja auch nur mein normales Handy, nicht das, womit ich die ganzen Recherchen mache. Toll. Danke. Tut mir leid. Naja, ich werde das nachher aufräumen. Pass auf. Du musst das absichern. Du musst das alles irgendwo sicher deponieren. Wir brauchen es für die Beweisführung später. Ich bitte dich, mich über das Fortkommen zu informieren. Denn du als Ghoul wirst keine Anklage vorbringen können. Und wenn wir Isaiah tatsächlich... Naja, wenn wir Isaiah tatsächlich getötet haben, brauchen wir eine Rechtfertigung dafür. Okay, mein Plan war, ihn durch die Barriere zu werfen, aber das ist auch ein Weg. Ich habe nicht gesprochen, nicht davon gesprochen, wie wir ihn töten. Ist mir ehrlich gesagt vollkommen egal. Das ist ein anderer Plan. Okay. Ja, ja, klar, die Dinge sind auf jeden Fall extern gesichert und die sind auch sicher, soweit ich weiß. Also. Mit wem hast du darüber gesprochen? Niemandem. Die anderen wissen überhaupt nichts davon, weil sie mich A, definitiv aufgehalten hätten und B, sowieso schon zu tief in der Scheiße drin stecken. Die sollten nicht auch noch wissen, dass ich einen Mord plane. Das wäre schlecht. Denk dran, dass jeder, der in irgendeiner Form mit dem Sheriffsamt betraut gewesen ist oder war, blutsgebunden ist an den Prinz. Ich weiß. Deswegen habe ich es ja nicht gesagt. Wir müssen uns auch überlegen, wie wir im Ernstfall eben jene angehen können. Du meinst Sam? Ich denke tatsächlich eher noch an Ronan. O'Connor ist jetzt mehr denn je eine Gefahr. Für dich. Warum? Er ist unberechenbar. Okay. Du brauchst Backup-Pläne. Immer. Ja, das weiß ich. Oder du musst zusehen, dass du kein Dünnblut mehr bist. Ah, wenn das so einfach wäre. Malcolm schaut sehr betont Angela an, schaut dann sehr betont dich an. Ist eigentlich gar nicht so schwierig. Klar! War ein Scherz. Ganz ehrlich, wenn jetzt plötzlich der Primogen der Brucher verschwindet und danach ihr Ghoul als Vampir auftritt, glaubst du wirklich, dass die Leute da nicht zwei und zwei zusammenzählen? Das war ein Scherz. Ah. Okay. Nicht witzig. Malcolm hat keine Punkte in Komik. Ausgerechnet ihm das Theater zu geben.
bewerf dich jetzt einfach mal mit ein paar Begriffen. Vielleicht fällt dir was dazu ein. Kennst du die Sieben? Die Sieben? Ja. Spielleiter, kenne ich die Sieben? Man kann ja mal einen Wurf machen, wenn du möchtest. Auf Okkult und Intelligence. Ja, drei Erfolge. Das ist doch ordentlich. Drei Erfolge sagt dir, die Sieben kann halt alles Mögliche sein. Aber kommt halt darauf an, in welchem Zusammenhang das gefallen ist. Also vielleicht noch mal ein bisschen nachfragen. Kannst du mir da ein bisschen mehr zu erzählen? Kontext, einfach nur ein Begriff. Keine Ahnung. Ja. Warte kurz. Also der Kontext, in dem Jelly davon gehört hat, ist wieder die Tremere gewesen. Mhm. Wenn Jelly den Begriff Tremere fallen lässt und Malcolm das hört, dann weiß er, dass die Sieben halt das Triumvirat, das ehemalige Triumvirat der Tremere war. Die alle ja mit der Pyramide ja gestorben sind. Ja, die Sieben war die Tremere-Führung. Hm. 2008 ist die Führung ums Leben gekommen, als der Clan Tremere seinen Hauptsitz verloren hat. Okay. Dann ist das wahrscheinlich der Fehler. Okay. Dann ist nochmal in irgendeinem Gespräch der Begriff gefallen, die Töchter von Krone. Oder Crone? Crone, ja. Ja, die Töchter von Crone. Den hatte ich mir auch markiert bzw. gemerkt, weil er irgendwie wichtig schien. Noch ein Okkultwurf? ja, wir lassen hier einfach mal die drei Erfolge. Malcolm wird vielleicht mit dem Begriff Töchter von Crone wenig anfangen können, aber dir sagt der Circle of Crone auf jeden Fall was. Das hat was damit zu tun, dass es, das sollen, ist quasi ein Hexenzirkel. Die Hexen mit H oder Exen? Mit H, Hexen. Witchcraft. Neopaganismus und Witchcraft. Und zwar. Frau der World of Darkness ist alles zu. Genau, und die sind halt eng verbandelt mit den Vampiren. Also ein vampirischer Hexenkult, der Blutmagie in diese Wicca-Tradition eingebunden hat. Mhm. Und die können das wirklich oder die beschäftigen sich einfach nur oberflächlich in dem Bereich? Und die können wirklich Blutmagie und du weißt, dass viele, gerade das Gangrel, ganz viele in diesem Zirkel drin sind oder damit verbunden sind. Ja, Jelly, das ist ein Hexenzirkel. Ich schaue ihn an und versuche herauszufinden, ob er wieder einen Witz erzählt. Das wird dir nicht gelingen, weil er eine Kapuze aufhat und außerdem keine Miene verzieht. Ich kann nicht sagen, ob du mich wieder verarscht oder ob du das ernst meinst. Todernst. Der
Gegenspieler des Zirkel der Crone ist auf jeden Fall, das gut, wirst du auch kennen, das hat dann wieder was mit der zweiten Inquisition was zu tun. Die Heilige Lanze, also der Orden der Heiligen Lanze ist das, ist der erklärte Todfeind dieses Zirkels. Also pass auf, das sind Wickerhexen und die stehen über Kreuz mit der zweiten Inquisition. Aha. Vielleicht hast du schon mal was auch in den Gesprächen vom Orden der Heiligen Lanze gehört. Nee, der fehlt tatsächlich nicht. Was hätte ich mir denn gemerkt? Also alles, was komisch klingt, habe ich mir irgendwie aufgeschrieben. Oder alles, was halt öfter vorkam, habe ich mir aufgeschrieben. Ja, Orden der Heiligen Lanze kannst du dir dazu schreiben. Okay. Macht sich eine geistige Notiz. Okay, wir haben auf jeden Fall nicht so viel Zeit. Ich weiß halt, dass Isaiah sehr viel finanzielle Unterstützung bekommt von dieser Organisation. Ich vermute, dass deren Kopf oder eine wichtige Person jemand ist, der den Nickname Black Tom hat. Sehr komisch geschrieben. Ich schreibe dir das mal auf. Großes BL, Bindestrich, großes ACK, Bindestrich, großes Tom. Und ich weiß, dass Isaiah einen konkreten Auftrag hat, nämlich die Stadt oder die Situation hier im Moment zu stabilisieren und die Ankunft vorzubereiten. Was auch immer die Ankunft ist und wann sie ist, weiß auch kein Schwein. Also die Zeit ist definitiv begrenzt. Die Frage ist halt, wenn Sabra damit drin hängt, also der Prinz, ob es reicht, Isaiah aus dem Spiel zu nehmen, um zu verhindern, was auch immer Clan Ventru hier durchziehen will. Weil ganz ehrlich, ich glaube, wenn Clan Ventru das durchsetzt, was sie hier durchsetzen wollen, dann haben wir alle nicht mehr gut lachen. Sabra hängt da nicht drin. Die Zeichen sind deutlich. Wenn Isaiah direkt Bericht erstattet, du kennst wahrscheinlich die Ventru nicht, die sind hierarchisch ohne Ende. Wenn Sabra, ja, mit ihrem Darstellungswillen Isaiah mit der Drecksarbeit beauftragen würde, wird das auf ihrem Schreibtisch landen und sie würde die Chefs anrufen. Das geschieht nicht, also können wir davon ausgehen, dass es an ihr vorbeiläuft. Okay. Ja, wie gesagt, Zeitdruck. Es gibt keine genauen Daten, noch nicht. Nicht, dass ich es gehört hätte. Also dadurch, dass Sabra da allerdings nicht drin hängt, können wir tatsächlich wiederum den Sheriff mit einspannen. Und dadurch, dass die Tremere da drin hängen, würde ich tatsächlich auch ja die Tremere mit einspannen. Da müssen wir allerdings vorsichtig sein, dass Isaiah das nicht spitz bekommt. Klar. Nein, nein, also er lässt sie überwachen. Den Wen? Soweit ich weiß, hat er Privatdetektive angesetzt auf Sam, auf Ronan und auf Bruce. Die sollen sie überwachen und beobachten. Hast du eine Beschreibung von den Privatdetektiven? Leider nicht. Ich weiß nur, dass er mal erwähnt hat, dass er halt sie angesetzt hat, aber nicht, wie sie aussehen oder ihren Namen. Mhm. Er hat das mal Lillian gegenüber erwähnt, weil Lillian ausgerastet ist, als sie erfahren hat, was ich bin und ihn damit beschworen hat, dass er mich unbedingt ausliefern soll. Ich kümmere mich drum. Ja, hört sich ja gut an. Gibt ein bisschen was zu tun. Ein bisschen viel zu tun, wenn du mich fragst. Es ist immer viel zu tun. Ganz ehrlich, jedes Mal, wenn ich mich intensiver mit einer Sache beschäftige, ach Gott, das war schon so, als ich versucht habe, Dinge über die Stadt rauszufinden. Da kam dann auch... Ah.
Du hast versucht, Dinge über die Stadt rauszufinden? Ja. Davon habe ich dir zum Teil doch schon erzählt. Und ich habe dir schon mal gesagt, was ich davon halte. Wie du merkst, ist es für mich sehr wichtig, viel zu wissen. Ich sag's jetzt noch einmal mit Nachdruck. Lass es. Das lag ich nicht aus meinem Interesse heraus, sondern aus deinem. Naja. Kann ich nachvollziehen. Ich möchte dich vor einem qualvollen Tod oder etwas Schlimmerem bewahren. Warum? Weil es unnötig ist. Also, ich guck dich so ein bisschen skeptisch an. Irgendwie passt das nicht so ganz bei dir. Du bist ein unglaublich praktikabler Charakter. Du gehst keine unnötigen Risiken ein. Und trotzdem beschützt du mich. Das ist unlogisch. Nö. Okay, für jeden Außenstehenden ist das unlogisch. Keine Ahnung, was in deinem Kopf gerade rumschwirrt, aber für jeden Außenstehenden ist das absolut unlogisch. Ja, und meine Logik konnten wenige Personen bis jetzt nachvollziehen. Eigentlich nur eine, und die ist jetzt tot. Das tut mir übrigens sehr leid. So ist es. Er hat sein Leben, sein Unleben mit besten Absichten dahergegeben. Ich wünschte, ich kann das irgendwann auch von mir behaupten. Wie ich sagte, unsere Tage sind alle gezählt. Und Sterblichkeit ist für uns auch nur eine Illusion. Ich habe ehrlich gesagt das Gefühl, dass Unsterblichkeit gar nicht so erstrebenswert ist. Funktioniert eh nicht. Von daher. Trotzdem tut es mir leid. Ja, danke. Denke ich. Ja. Aber wir sind damit wieder beim Problem. Ich habe Verantwortung für euch beide. Ja. Wie verfahren wir? Ich bin freigestellt. Ich habe nicht vor, dem Klüngel nochmal über den Weg zu laufen. Nicht solange die Sache mit Aisea ungeklärt ist, zumindest. Ich habe ehrlich gesagt vor, zu verschwinden. Du willst aus der Stadt? Nein, ich kann nicht aus der Stadt. Ich sitze hier fest. Ach, das habe ich dir schon mal gesagt, aber... Aber du hast mir vorher auch nicht gesagt, dass du am Tag rumlaufen kannst. Ja. Wie gesagt, keine Ahnung, vielleicht färbe ich mir die Haare oder so. Ich werde auf jeden Fall versuchen, mich sehr bedeckt zu halten und dir keine Probleme zu machen oder überhaupt niemandem Probleme zu machen und versuchen, endlich mal irgendwas Nützliches zu vollbringen. Ich bin es so leid. Du willst also noch mehr bei Saya aufdecken? Natürlich. Das reicht nicht, wenn ich ihn umbringen will. Now we're talking. Ich weiß, dass ich ihn nicht umbringen kann. Ich weiß, dass er in meinem Kopf herumspuken kann und dass er mich dazu bringen kann, Dinge zu tun, die ich nicht will. Ich weiß, dass er das bei anderen kann. Ich weiß auch, dass er sehr, sehr stabil ist. Aber naja. Regel Nummer 1 und 2 beim Ventru töten. 1, schau ihn nicht in die Augen.
2. Schärf dein Messer wirklich, wirklich, wirklich gut. Ich kann nicht kämpfen. Das Einzige, in dem ich wirklich gut bin, ist weglaufen. Ja. Trag weiter Informationen zusammen. Über die Konsequenzen machen wir uns dann Gedanken. Jetzt müssen wir aber mal organisieren, wie wir weiterhin vorgehen. Ich habe 2 Ämter. Beide Primogensämter. Mhm. Ich bin Herr dieses Theaters. Das allerdings mitten im Nosferatu-Gebiet liegt. Ich mache keinen Hehl daraus. Meine Kontakte zum Clan Nosferatu sind, nachdem Amanda tot ist, wieder eigentlich ganz gut. Sie war da so ein bisschen ein Dorn. Dennoch glaube ich nicht, dass es sinnvoll ist, euch hier unterzubringen. Nein. Dieser eklige Typ von Nosferatu will was von Angela. Sie schuldet ihm was. Welcher eklige Typ von Nosferatu? Du musst da ein bisschen spezifischer sein. Wie heißt der nochmal? Zecke? Nee. Ach, du meinst Wanze? Ja. Ja, Frauen haben ein bisschen einen schweren Stand bei ihm. Ach, sagen wir so, ich hätte auch kein Problem, ihn durch die Barriere zu werfen. Das hingegen musst du erstmal schaffen. Du kennst auch noch nicht alle meine Fähigkeiten. Regel Nummer 1 bei den Nosferatu hier in der Stadt: Unterschätze niemals Wanze. Nein, auf keinen Fall. Aber der ist auch gerade nicht die Priorität. Wie gesagt. Aber wie gesagt, er wird auf jeden Fall versuchen, Angela zu finden, weil sie ihm irgendwas schuldet. Das hat er mir gesagt. Was ich ihr sagen sollte, wenn sie wieder auftaucht, aber ich deute mal so auf Angela. Tada! Ich werde mal mit ihm sprechen. Ist ja jetzt auch meine Obligation. Mhm. Vielleicht kann ich da was mit ihm aushandeln. Ich kenne ihn halt schon ein paar Nächte länger. Du hast auch definitiv die stärkere Verhandlungsposition. Na, das kommt drauf an. Je nachdem, wobei er mich gerade erwischt. Okay. Jemand kann Malcolm mal irgendwas erwischen. Er hat er offensichtlich ja schon getan. Dafür hat er dann aber auch einen Schuss aus der Shotgun abgekriegt. Ja. Ups. Ich werde versuchen, sie ein bisschen aufzupäppeln. Aber ganz ehrlich, ich weiß nicht, ob und wie viel ich ihr da helfen kann. Keine Ahnung, ob sie jemals zurückkommt. Ich weiß nicht genau, was sie gesehen hat, aber wenn es auch nur ansatzweise ähnlich mit dem war, was ich gesehen habe, schlechte Chancen. Malcolm dreht sich nochmal ganz betont zu Angela um und mustert sie von oben bis unten. Schnüffelt auch nochmal an ihr. Erstmal müssen wir sie körperlich wieder halbwegs auf den Boden bringen. Sie braucht Blut. Regelmäßig in den nächsten Nächten. Kannst du ihr das bringen? Ich werde mir Mühe geben. Ich will keinen Menschen zu ihr bringen, weil ich Angst habe, dass sie eine Leiche hinterlässt. Aber ich bin ganz gut im Blut sammeln, ehrlich gesagt. Das kriege ich hin. Malcolm weiß auch um ein Geheimnis, dass Joe mit ihm geteilt hat. Was vielleicht denn jetzt helfen könnte. Du weißt, dass das sehr gefährlich ist. Und dass es was kosten wird. Aber es gibt eine Person in der Stadt, die nicht gerne im Rampenlicht steht. Und die
nicht zur Camarilla gehört, aber auch nicht zu den Anarchen, quasi unabhängig ist und ein Leben quasi unter dem Radar führt. Eigentlich nicht existiert. Fast niemand weiß davon, dass sie überhaupt da ist. Joe wusste, dass sie da ist. Und damit auch du. Wüsstest auch, wo du zu suchen hast. Und da ist ein, diese Person heißt Keith. Und Joe wusste ganz viel und hat immer gesagt, irgendwie jetzt für den Notfall, wenn irgendwas ist, kann man sich an Keith wenden. Und Keith ist quasi ja das Opt-out, wenn man erwischt wurde von der zweiten Inquisition oder irgendwie. Joe hat immer gesagt, Keith ist derjenige, der alles wieder gerade biegen kann. Also nicht in dem Sinne, dass er quasi Schuld abtragen kann oder so. Oder dass er Leute ums Eck bringen kann, dass er irgendwelche Intrigen lösen kann oder so. Aber alles, was seelisch oder körperlich einem Vampir zugefügt wird, kann Keith heilen. Denn Keith ist einer des Clans der drei Augen. Cool, was ich so weiß. Ja. Ja. Vielleicht ist es aber in Malcolm wirklich dieses, ich will da gar nicht hin, weil Malcolm wahrscheinlich genau weiß, wenn er dem Keith gegenübertritt, wird er sich nur sehr, 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 sehr schwer zurückhalten können, den nicht auszutrinken. Weil der Nachteil dieses Clans ist, dass deren Blut unglaublich ist. Und gerade für Banu Hakim ja, ist es wirklich, wirklich schwer, deren Gegenwart überhaupt nur zu ertragen, ohne denen direkt an die Vene zu gehen. Ich habe jetzt gerade noch so den Kommentar von Jelly im Ohr, die sagte, ich werde ihr keinen Menschen ranschaffen, den Angela dann austrinken kann. Daraufhin zucke ich erstmal mit den Schultern ziemlich deutlich und überlege dann kurz. Pass auf. Ich bin für Angela verantwortlich. Und deswegen muss ich alles ziehen, was ich kann. Das werde ich jetzt tun. Ich werde Kontakt zu einer Person aufnehmen, die ihr helfen kann. Okay. Ich werde dir nicht sagen, wer es ist. Ich werde dir nicht sagen, wie ich das tue. Ich werde mich erst wieder bei dir melden, wenn ich weiß, was das bedeutet. Ja, Jelly nickt. Okay, verstehe ich. Verstehe ich. Danke. In der Zwischenzeit. Ja. Am besten nehme ich sie mit. Dann können wir im Ernstfall schnell handeln. Du hast eine andere Aufgabe. Nämlich dich zu verstecken und weiter Informationen zu sammeln. Das kriege ich hin. Ich nehme an, ja. Okay, weil naja, ich könnte ja auch hier hinkommen, aber ich gehe dann davon aus, dass du mich kontaktierst, wenn
Dinge soweit sind. Wie kontaktiere ich dich, wenn ich rausfinde, dass wir nur noch eine Woche Zeit haben oder so? Malcolm holt einen Zettel und einen Stift raus und schreibt eine Adresse auf und PO36. Das ist die Adresse von einer Poststelle. Du wirfst in diesen Briefkasten entweder ein, wie ich dich kontaktieren kann oder die jeweiligen Informationen, die du mir zukommen lassen möchtest. Ich setze mich dann mit dir in Verbindung. Okay. 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 Und halt deine Elektrogeräte sauber. Ich habe nur noch eins und das ist sauber. Ich will's hoffen. Das gerade war nicht sauber. Ja. Aber das behandle ich besonders. Wie gesagt, ich habe erst vor kurzem sehr viel gelernt. Dementsprechend, ich weiß jetzt, worauf ich achten muss. Du bist weiterhin als Ghoul unterwegs. Solange du dich von Isaiah nicht erwischen lässt, scheint alles in Ordnung zu sein, denn er hat dich ja noch nicht verraten. Selbst gegen das Anraten von Lillian. Er will den Klüngel erpressen. Ja, soll er doch machen. Solange er die erpresst, hat er dich noch nicht verraten. Das ist das, was jetzt zählt. Du trägst weiter Informationen zusammen. Als der Name Lillian fiel, ich glaube, das ist das erste Mal, dass der heute fiel, weil vorher habt ihr da immer noch drumherum gesprochen. Regt sich Angela. Ja, sofort spannt sich Malcolm an, dreht sich in ihre Richtung. Sie ist ihre beste Freundin. Sie ist ausgerastet, als sie erfahren hat, dass Adam damals in ihrer Nähe war. Ich will gar nicht mehr vorstellen, wenn sie, naja, wieder bei Sinnen ist und herausfindet, was dieses Mal passiert ist. Öffnet die Augen, schaut Jelly an. Was ist passiert? Es geht ihr gut. Wir werden sie befreien. Von was? Das erkläre ich dir in Ruhe. Wir werden jetzt einige Zeit miteinander verbringen. Sackt wieder in sich zusammen. Du bist jetzt weiterhin als mein Ghoul unterwegs. Jetzt deiner. Also ich gehe davon aus, dass mit dem Amt von Angela aufgrund ihrer mangelnden Zurechnungsfähigkeit auch alle weiteren Verantwortlichkeiten auf mich übertragen sind. Dementsprechend bist du jetzt als mein Ghoul unterwegs. Okay. Als solcher kannst du dich auch ausweisen, zumindest in der vampirischen Gesellschaft. Ja, ich versuche sie immer noch großflächig zu meiden, wo ich kann. Man weiß nie. Okay. Allerdings trägt sie dann jetzt auch eine Zielscheibe für deinen Feind da vom Rücken. Hey, davon weiß sie nichts. Das ist richtig. Ist richtig, aber ich wollte es nur mal für dich erwähnen. Nö, nö. Das ist absolut richtig. Es gibt sehr viel, von dem ich nichts weiß. Gibt ja scheinbar auch Sachen, von denen ich weiß, von denen ich nichts weiß. Ja, also Malcolm hat ja auch kurzfristig irgendwie, seitdem die Geschichte mit Joe passiert ist, auch viel von ihm noch bekommen, was er vorher nicht hatte. Klar, alles gut. Genau. Gibt es noch irgendwas, was wir regeln müssen?
glaube nicht. Keine Ahnung. Also ich fasse nochmal zusammen. Ich nehme Angela mit. Ich kümmere mich um die Privatdetektive. Du kümmerst dich um die Informationsbeschaffung. Ja. Und ich werde vielleicht gucken, dass ich nicht mehr ganz so wehrlos bin, wenn ich Zeit dafür finde. Und ansonsten halte ich den Kopf unten. Wann treffen wir uns wieder? Ich würde mal mindestens eine Woche verstreichen lassen. Einfach um zu gucken, was währenddessen in meinem Briefkasten landet. Vielleicht gibt es neue Informationen. Ich muss gucken, wie das Elysium sich auf sein Verhalten ausübt. Dadurch, dass er jetzt eine höhere Position hat, könnte es sein, dass er unvorsichtig wird. Er ist sehr arrogant. Alles klar. Wir treffen uns aber nicht hier, sondern am östlichen Taxistand. Östlicher Taxistand. Okay. Gleiche Uhrzeit, heute in einer Woche. Alles klar. So, Angela. Jetzt gehen wir gemeinsam. Und als er auf Angela zugeht, leckt er sich noch einmal so über die Zähne. Was jetzt leider dann keine sehen kann. Tja, deswegen sage ich es nochmal. Geht dann an den Rollstuhl und schiebt sie weiter tonlos hinter die Bühne, es sei denn, Jelly möchte ihm noch was hinterherrufen. Nö. Die sitzt so ein bisschen grüblerisch in ihrem Sessel. Passt erstaunlicherweise von ihrem Äußeren erstaunlich gut zur Einrichtung. So eine Mischung aus zerstörter Schönheit und dunklen, grüblerischen Gedanken, die in diesem Theater hängen, und dann wird sie irgendwann aufstehen und gehen. Und sie wird die Handys da liegen lassen und draußen die Kapuze überziehen, damit ihre Haare nicht wirklich zu sehen sind. Und dann wird sie sich mal auf den Weg machen, irgendwohin in einen Drogerieshop. Haarfärbemittel besorgen, denke ich. Beziehungsweise sie hat ja jetzt mittlerweile auch andere Skills, um sich zu verkleiden, aber das ist so der erste Schritt. Haarfärbemittel, Schere. Und dann wird sie verschwinden. Sie wird nicht in die Wohnung zurückkehren, in der sie sonst vorher war, sondern sie wird halt tatsächlich irgendwo in der Stadt anfangen, ein sehr, sehr unauffälliges Leben zu führen. Mit wahrscheinlich irgendeinem Job an der Tankstelle oder so, der halt im Schichtdienst stattfindet oder in der Produktionsfabrik oder so, um halt ein bisschen Geld reinzukriegen. Und ansonsten wird sie sich darauf konzentrieren, ICA zu überwachen. Und ja, sich selber so ein bisschen mit dem Gedanken anzufreunden, dass Ben fürs Umbringen anscheinend ganz okay ist. In dieser Stadt hat das Tradition. Ach, okay. Damit kann sie leben. Und wie gesagt, der Notfallplan steht. Im Zweifelsfall nimmt sie ihn einfach. Wer weiß, wie viele Ventures Malcolm schon mal auf dem Gewissen hat. Du weißt, dass Malcolm sehr viel Wert auf Traditionen legt. Mm. Also auf die Traditionen zumindest. Und sie wird versuchen, nicht so viel an Angela zu denken oder an die anderen. Und sie wird keinerlei Versuche unternehmen, irgendwem vom Klüngel zu kontaktieren. Weil sie davon ausgeht, dass Malcolm jetzt das Wichtige an sie weiterträgt. Weil halt der Sheriff über ICA in Kenntnis gesetzt werden soll und halt auch über die private. Also auch keinen Kontakt zu Ronan. Nein. An dieser Stelle bricht sie den Kontakt tatsächlich komplett ab. Einfach nur, um die anderen zu beschützen. Ja, wird ja später dann auch noch interessant. Sagst du ihm wenigstens Bescheid, dass du das abbricht, oder reichst du einfach weg, zack, weg? Sie ist einfach weg. Okay, das weil, könnte interessant werden. Weil jeder Kontakt, der halt außerhalb von dem, was halt jetzt von Malcolm noch rüberkommt,
wieder eine Spur zu ihr ist. Ja, das Letzte, was Ronan weiß, ist, dass sie mit Malcolm weggegangen ist. Zack, weg. Und sobald sie ja aus diesem Theater rausgegangen ist, war für sie Konsequenz. Und die Finnblatts sollen da gejagt werden. Ich glaube, ich glaube, das wird erst zum Problem, wenn Ronan versucht, die Aura von Malcolm zu lesen und irgendwann mitkriegen sollte, insofern es so sein sollte, dass er da schwarze Blitze drin hat. Das ist jetzt bei Banu Hakim nicht so sonderlich ungewöhnlich, ist aber ja. Das stimmt, könnte ihn aber auf eine Spur bringen. Naja. Ja. Na, ihr ist halt wichtig, dass wirklich keiner wirklich weiß, wo sie sich aufhält, weil dann muss auch niemand lügen, wenn er danach gefragt wird. Ja. Das ist halt, dadurch erleichtert sie halt in ihren Augen auch zum Beispiel Sam die Arbeit. Weil Sam ist jetzt blutgebunden an den Prinzen. Das Elysium war schon eine harte Probe und solange sie nicht weiß, wo und wann sie irgendwo ist, muss sie den Prinzen nicht anlügen und ja, das ist sehr viel sicherer. Und im Gegensatz zu Ronan, der ja nicht blutsgebunden werden konnte, ist Sam wirklich blutsgebunden an den Prinzen. Genau. Das heißt, selbst wenn es ihr irgendwann rausrutscht, dass sie da jemanden kennt, sie weiß nicht, wo sie ist und es wird niemand wissen, wo sie ist. Und dadurch sind alle zumindest ein bisschen sicherer als Ben. Nicht. Und deswegen, so leid es ihr tut und so seelisch es ihr auch wehtut und sie fertig macht, sie wird sich da jetzt tatsächlich in dieser Aufgabe verbeißen, im wahrsten Sinne des Wortes, Aisea um die Ecke zu bringen. Und ich halte das für richtig. Werd ein bisschen Menschlichkeit los. Dann ist die Bindung an Ronan noch nicht mehr so stark. I'm trying here. My very best. Ja, dann aber ist das mit dem im Sonnenlicht rumlaufen auch bald vorbei. Aber das ist ja vielleicht etwas, was Malcolm dann auch irgendwann in Angriff nimmt. Wer weiß, ob das wirklich ein Witz war. Was? Das, der lange Blick zu Angela. Gelacht hat er nicht. Ja, eben. Also wenn Angela ab jetzt nie wieder auftaucht, dann weiß sie zumindest nicht, was mit Lillian passiert ist. Und das ist auch gut. Naja. Ja, was macht Malcolm denn, als sich die Wege trennen noch? Er bringt erstmal Angela in Sicherheit. Mhm. Und dann wird er versuchen rauszufinden, welche Privatdetektive das sind. In der Stadt ist der Markt ja nicht so riesig und ja. Malcolm kennt sich aus. Mhm. Und danach wird Malcolm versuchen, Kontakt zu Keith aufzunehmen. Ja, okay. Was könnte man dafür mal rollen? Guck mal gerade, was es noch so gibt. Würfel im Optimalfall. Würfel sind immer gut. Zumindest in dem System hier. Szenekenntnis kann man noch würfeln. Mit, Entschlossenheit vielleicht. Das ist auf Englisch Streetwise und das letzte bei Geistig. Resolve. Genau. Alles klar. Ja, sagen wir mal so, die erste Zeit hat Malcolm da keinen Clou. Der scheint irgendwie herumzuwandern oder so. Niemand weiß irgendwas. Also jetzt vielleicht der vielleicht ist das vermutete auch, Keith. Genau, vielleicht ist das auch irgendwie so eine veraltete Nachricht. Vielleicht hat es den mal gegeben oder so. Also Joe hat mir nicht hinterlassen, wie ich den kontaktiere. Genau, ja. Nur ein Ort, aber der scheint irgendwie leer zu sein. Okay. Ja, gut. Bevor wir dann die Session für heute auch dann zu einem Ende bringen können, wird noch eine Sache bei Jelly irgendwie passieren.
Wenn die irgendwie in ihrem neu eingerichteten Heim irgendwann mal den Computer anschmeißt oder so, wird irgendwann in einem Chatprogramm deiner Wahl eine Freundschaftsanfrage kommen von einem User namens Black Dot. Ich nehme an, sie wird sich irgendwann tatsächlich wieder ein neues Handy besorgt haben. Was sie tatsächlich dann nur dafür benutzen wird. Und dann wird sie die. Ich nehme an, ich kann sie nicht zurückverfolgen, richtig? Die Also bis Nachricht? auf. Ja, bis halt in das System, wo ich sowieso schon drin war. Ja, klar, kannst du zurückverfolgen, ja. Okay, dann werde ich ihn wahrscheinlich genau dahin zurücktracen. Naja, gut. Es ist ja besser, den Feind näher zu haben als den Freund. Dann würde ich die für dieses eine Handy tatsächlich dann mal annehmen. Ja, kommt dann so ein Hi. Hi. Wie geht's? Kann mich nicht beschweren. Schön. Selbst. Laues Lüftchen hier. Ist das ein Höflichkeitsbesuch oder eine Warnung? Ich wollte nur sehen, mit wem ich es zu tun habe. Okay, und was siehst du? Mir noch nicht sicher. Solltest auf jeden Fall besser aufpassen, wenn du dich bewegst. Yep. Bist du in der Stadt, oder? Keine Ahnung. Gute Antwort. Falls du da sein solltest, kannst du mir einen Gefallen tun. Revanchiere mich auch. Was springt denn für mich dabei raus? Was willst du haben? Information. Welche? Da kommt erstmal eine ganze Zeit lang nichts, weil sie jetzt selber darüber nachdenkt. Kommt irgendwann ein weinender Smiley zurück. Was ist dir gefallen? Da ich keine Lust habe, zu dir zu kommen, aber da bei dir was ist, was ich ganz gerne hätte, kannst du was für mich suchen. Jelly denkt sich, bitte keine Würfelbox mit einem Messer, bitte keine Würfelbox mit einem Messer, bitte keine Würfelbox mit. Was denn? Nun, das verrate ich dir, wenn wir ins Geschäft gekommen sind. Schreibe ich zurück. Ich fürchte, ich bin im Moment ziemlich eingespannt. Wir haben Zeit, oder? Wenn wir eins haben, dann haben wir Zeit. Okay, ich melde mich. Okay. Dann wandert das Handy
in eine Schublade. Und ich werde es da auch eine ganze Zeit lang erstmal nicht mehr rausholen. Ich werde es auch nirgendwo mit hinnehmen. Es bleibt halt einfach genau da liegen. Du bist gemutet. Dann ist Malcolm auf der Suche nach dem mysteriösen, ominösen, Clanlosen oder Sektenlosen, Clanlosen ja nicht, aber Individuum in der Stadt, was helfen kann, Angela wieder, naja, zu dem zu machen, was sie vorher mal war. Und Jelly ist damit beschäftigt, unter dem Radar zu bleiben und gleichzeitig Informationen zu beschaffen. Und Ereignisse zeichnen sich am Horizont auf. Und leider ist dadurch, dass Malcolm und Jelly jetzt so ihre eigenen Wege gehen, für den eigentlichen Klüngel in der Stadt ohne Namen so viel Nützliches hier gar nicht bei rumgekommen. Allerdings, naja, es wurden ein paar Steine ins Rollen gebracht, denke ich heute. Die Sonne geht auf morgen an einem schönen Februarmorgen in der Stadt ohne Namen. Es ist eigentlich wie immer, nur dann doch irgendwie anders. Vielen Dank fürs Mitmachen und vielen Dank fürs Zuhören. Heute hatten wir ja kein Bild. Ich hoffe, es hat euch irgendwie gefallen, ein bisschen Hintergrund Informationen zu bekommen über die zwei Charaktere, die sonst nicht so häufig auftauchen. Ich bin gespannt, wie es... wir hatten März schon, das stimmt. Ja, dann ist es irgendwann im März. Gut, dass Fera Minima dabei ist. Die trackt irgendwie immer die Zeit. Ich schaff das nicht. Ich habe da keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Komm immer raus. Eine meiner Schwächen. Haben wir... am Sonntag wieder die normale Runde Vampire Blood and Sand mit den Ereignissen rund um den Klüngel. Die haben nach dem Elysium auch so einiges zu tun und ich finde es sehr höchst interessant, wie ich das ja eben schon gesagt habe, dass der Kontakt zu Jelly von Ronan jetzt abbricht, gerade wo er sich wieder dran gewöhnt hatte, wieder ganz häufig Jelly zu sehen. Und auf einmal ist sie wieder weg. Bin gespannt, was er draus macht. Der Typ ist ja auch nicht mehr der geistig stabilste. Nee. Ist nicht meine Schuld. Nee, nicht so richtig. Naja, mal gucken. Die haben ja noch ein paar andere Aufgaben auch noch zu erledigen. Ja, und ich bin sehr, sehr gespannt, wie es weitergehen wird. Am Sonntag um 20 Uhr geht's dann Blood and Sand, das ist die letzte Folge für dieses Jahr. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Und falls ihr nur im Nordpol Adventskalender zugeschaltet habt, schaut euch den Rest von Blood and Sand doch ruhig auch mal an, wenn euch das gefallen hat. Dann ist es auch mit Bild heute, war ja nur ein Audio-Teil. Sehr weirdes Spiel Vampire the Masquerade mitten am Nachmittag. Wir haben irgendwie keinen anderen Termin gefunden und auch heute ist es ja auch alles ein bisschen drunter und drüber hier. Ja, und der Pölle ist auch gerade aus dem Bild gelaufen und kommt nicht wieder. Von daher sage ich jetzt gleich einfach mal so Tschüss und eigentlich wollte ich euch noch Tschüss sagen lassen, aber der kann ja gar nicht Tschüss sagen. Ich sag für uns beide Tschüss. Ich überbrücke gerade Zeit, merkt ihr das? Ja, ich sage einfach nochmal, wenn ihr mehr wissen wollt über den Nordpol Adventskalender, ich verlinke das, wenn ihr das nachschaut, auf YouTube unten drunter, den Link zur Playlist, da finden sich fast alle Aktionen vom Nordpol Adventskalender, einige haben ihre Videos, die sie auf Twitch hochgeladen haben, noch nicht nach YouTube rausgezogen und ein Kalendertürchen wurde auch leider trotz Ankündigung nicht befüllt. Aber ansonsten war der Adventskalender voll mit schönen Rollenspiel-Content. Und da könnt ihr euch mal umgucken. Der Nordpol Adventskalender, der ist wirklich empfehlenswert. Ganz, ganz, ganz viele tolle Runden. Und unbedingt angucken.
Und da entdeckt man auch sehr viele Kanäle, die man vielleicht sonst noch gar nicht so richtig auf dem Schirm hat. Eventuell genau. Zumindest. Ja. Und auch die noch verbleibenden Türchen, die morgen und übermorgen kommen, die werden großartig. Die genau. Müsst ihr euch unbedingt angucken. Die werden richtig toll. Ja, zwei haben wir noch. Und dann ist schon Weihnachten. Ja, ich hoffe, ihr werdet alle reich beschenkt. Macht euch trotz der ganzen widrigen Lage dieses Jahr ein schönes Weihnachtsfest und rutscht gut rüber. Und hoffentlich ohne großartige Schäden davon zu tragen. Und ja, vielen, vielen Dank jetzt auch nochmal Vancouver by Night für den Host. Jetzt sind wir schon fast zu Ende. Ich denke, die kommen aus einer anderen Zeitzone hier zu uns rüber. ja, trotzdem Dankeschön. Ja. Schaut mal auf dem Nordpol vorbei. www.nordpol-forum.de. Ich kann euch mal eben einblenden. Da findet ihr auch noch jede Menge Informationen über den Nordpol Adventskalender und auch über sonstige Rollenspielaktionen und Streams. Der Eventkalender ist mal vollgeproppt. Fast jeden Tag mehr als einen Stream über Rollenspiel. Schaut da mal vorbei. Und ansonsten empfehle ich euch den Kanal von Feder. Die macht nämlich auch Rollenspiel-Content. Aber dies Jahr nicht mehr, ne? Dieses Jahr nicht mehr, nein. Es geht nächstes Jahr wieder los. Ich spiele nur noch mit dieses Jahr. Und zwar einmal im 24. Türchen und einmal am 28., wenn ich hoffentlich so ein Kloster anzünden darf. Mal sehen. Genau, das ist passiert nämlich auf dem Kanal von Pölle. Den habe ich euch hier auch mal kurz verlinkt. Da findet ihr eine grandiose DSA-Borberat-Kampagne und eine grandiose The Sprawl-Runde. Und seit dem Adventskalender-Türchen vielleicht demnächst auch eine Runde Cthulhu, aber ich weiß nicht, ich glaube, es ist ein One-Shot gewesen. Ich habe es noch nicht nachgesehen. Schande auf mein Haupt. War jetzt ein One-Shot. Oh, da ist er wieder. Es war ein One-Shot. Ja, dann findet ihr aber trotzdem Cthulhu auf seinem Kanal. Guck mal, ich habe die Zeit so gut überbrückt, dass du jetzt da bist. mit sinnlosem, nein, nicht mit sinnlosen, aber mit gefülltem Gerede. Genau, ja. Also, schaut bei Feder und Pölle vorbei, schaut auf dem Nordpol vorbei. Wir bedanken uns fürs Zuschauen und fürs fleißige Kommentieren. Bis demnächst. Kommt gut rüber. Schöne Weihnachten. Bleibt gesund. Und ihr könnt auch mal Tschüss sagen. Jetzt seid ihr ja alle da. Tschüss. Ciao.